Gesichter zeichnen, das ist kein von Gott gegebenes Talent oder so, was man entweder kann oder nicht, sondern das kann man lernen. Und das wird eben sehr schön hier in diesem Buch dargestellt, im Buch Gesichter zeichnen. Das hat mir freundlicherweise der MITP Verlag zur Verfügung gestellt. Das Buch ist nämlich neu erschienen und da haben sie mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, das vorzustellen. Also habe ich mir das mal angeschaut und gesehen, es ist echt ein super schönes Buch, was euch vor allem auch weiterhelfen kann beim Zeichnen lernen. Denn mir ist ja immer wichtig, dass ich euch Bücher zeige, die euch auch einen Mehrwert bieten und das sehe ich eben in diesem Buch hier. Und das Schöne ist, der Verlag hat mir nicht nur dieses Exemplar hier zur Verfügung gestellt, dass ich das halt lesen kann, sondern auch noch zwei weitere Exemplare, die ich an euch verlosen kann. Und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ich werde halt innerhalb dieses Videos immer mal Buchstaben einblenden und ihr nehmt euch einfach diese Buchstaben und guckt mal, was sich daraus für ein Wort ergibt. Das richtige Wort, das schreibt ihr unten in die Kommentare und jeder, der das richtige Wort halt hat, der nimmt automatisch an der Verlosung teil. Ich werde aber die Kommentare erstmal noch zurückhalten, damit halt niemand die Lösung lesen kann, sondern ich werde die dann nach einer Woche freischalten. Vielleicht noch zur Transparenz, ich kriege halt kein Geld dafür, dass ich dieses Buch vorstelle, sondern ich habe halt diese Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt bekommen, aber ich werde halt nicht bezahlt oder so, denn ich möchte euch ja dann wirklich nur die Bücher vorstellen, von denen ich auch sage, das bringt euch einen Mehrwert und nicht, weil ich dafür irgendwie Geld kriege oder so. Und falls ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, wo ich hier solche Zeichenbücher vorstelle, lasst gerne mal ein Like auf dem Video da, damit ich sehe, dass euch dieses Thema gefällt. Und der Ansatz des Zeichnenlernens wird halt auch in diesem Buch sehr schön dargestellt. Es sind sehr viele praktische Anleitungen drin, die verschiedene Möglichkeiten darstellen, wie man so ein Gesicht aufbauen kann. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber es gibt ja einige Papierknappheit schon seit einer ganzen Weile und dieses Buch hätte es dadurch fast nicht zur Veröffentlichung geschafft. Umso schöner ist es dafür aber, dass es trotzdem erschienen ist und wir uns das jetzt anschauen können. Überhaupt ist Papierknappheit immer ein großes Thema, wenn es um Bücher geht. Darum bin ich immer der Verfechter davon, sich auch noch richtige Bücher zu kaufen und öfter mal auch ein Buch zu lesen, also kann ich euch das auch nur empfehlen, immer mal hier zu so einem physischen Exemplar zu greifen. Das erste Kapitel geht erstmal logischerweise mit den Grundlagen los, mit der inneren Einstellung, dass Zeichnen eben nichts ist, was man jetzt irgendwie einfach kann oder man kann es halt nicht, dass es vor allem viel mit der inneren Einstellung abhängt, wie man das ganze Thema angeht. Dann hier weiter erstmal Materialkunde, was es halt für verschiedene Bleistifte gibt, was es für Spitzer gibt, welche Möglichkeiten man zum Beispiel hat, Bereiche innerhalb des Bildes zu verblenden, halt hier mit zum Beispiel Verblendungsstiften, was für Papier wichtig ist, was es für Skizzenbücher gibt, also alles so diese Themen, die ich auch schon mal hier auf meinem Kanal vorgestellt habe, aber hier in diesem Buch ist das halt alles nochmal gebündelt drinnen. Es ist auch nicht zu viel Text, der wird halt sehr schön durch Bilder ergänzt und dadurch macht es halt auch Spaß, schnell durch die Kapitel durchzukommen und es geht ja auch jetzt nicht darum, dass man stundenlang hier in diesem Buch liest, sondern dass man sich nach Möglichkeit immer ein Kapitel vornimmt und dieses Kapitel dann durcharbeitet und das sollte man jetzt vielleicht auch nicht so machen, dass man jetzt irgendwie an einem Tag drei Kapitel durchgeht, weil ich glaube, dann lernt man jetzt nicht so viel, sondern es ist halt wichtiger, dass man sich wirklich Zeit nimmt, die einzelnen Schritte intensiv zu üben. Dann gibt es noch so kleinere Kapitel dazu, was es halt für Lockerungsübungen gibt, um erstmal mit dem Zeichnen warm zu werden, dass man sich jetzt nicht zu viel Stress macht, sondern erstmal so mit dem Material eben warm wird. Dann geht es weiter mit verschiedenen Schraffurtechniken, die man nutzen kann, um ein Gesicht plastischer darzustellen. Entweder feine Striche oder dass man seitlich schraffiert mit dem Bleistift. Druckstärke ist auch ein wichtiges Thema, je nachdem wie stark oder wie sanft man halt mit dem Bleistift über das Papier geht, entstehen halt verschiedene andere Effekte und auch das wird hier nochmal verdeutlicht. Und was auch nicht fehlen darf, Grundformen zeichnen, halt die typischen Formen, die man so kennt, eine Kugel, ein Zylinder, ein Kegel und so weiter, wie werden die schattiert, wie kann man die darstellen, dass die dreidimensional im Raum wirken. Ich muss ja ehrlich sagen, ich fand diese Übung immer so ein bisschen langweilig, ich habe die selber nie wirklich gemacht. Ich habe dann immer direkt mit dem Gesichterzeichnen angefangen. Jetzt nicht, weil ich mich so als super toller Zeichner sehe, der das nicht nötig hat oder so, aber bei mir war es halt immer so, dass ich das langweilig fand. Ich hatte irgendwie einfach nur eine Kugel zeichnen und die zu schattieren. Ich habe dann immer lieber direkt mit dem Gesicht angefangen und dann darin halt schattiert. Ist jetzt vielleicht nicht der effektivste und schnellste Weg, das zu schaffen, weil dadurch hast du natürlich sehr viele Bilder, die jetzt nicht ganz so toll aussehen oder so, aber es war halt so mein Zeichenweg und das finde ich immer so das Wichtigste beim Zeichnenlernen, dass man wirklich seinen eigenen Weg geht und es auch nicht so schlimm ist, wenn man jetzt ein bisschen länger braucht oder ein bisschen mehr Zeit mal investiert, um gewisse Schritte zu lernen. Ich finde es halt wichtiger, dass man Spaß an dem hat, was man macht und was man zeichnet. Aber für dieses Lehrbuch ist das natürlich ein wichtiger Schritt, den ich auch nicht weglassen würde. Und es sind ja nicht alle so wie ich, die jetzt keine Lust auf sowas haben. Vielen hilft das ja wirklich zu verstehen, wie man Körper schattieren kann. Und was ich auch super finde, dass man hier mal noch so ein anderes Gesicht mit drin hat, was jetzt nicht unbedingt realistisch
realistisch ist, sondern was aus verschiedenen Körpern zusammengesetzt ist, sodass man da auch wieder so einen praktischen Schritt drin hat, wie man so verschiedene Elemente halt schattieren kann. Das hätte ich dann wieder spannender gefunden, das selber zu schattieren. Das ist halt wieder so ein kreativer Ansatz, der das ganze Schattierthema mit den einfachen Formen nochmal ein neues Licht drückt. Im wahrsten Sinne des Wortes ins Licht drückt, ja. Nachdem die Grundlagen erklärt sind, geht es ein Kapitel weiter mit der Wahrnehmungsschule. Und da erstmal ganz klassisch mit der Schädelanatomie, dass man sich erstmal so einen Kopf anschaut und erstmal guckt, wie sieht es denn eigentlich unter dem Gesicht aus? Denn wenn man eben die Anatomie des Kopfes versteht und versteht, wie grundsätzlich der Aufbau ist, wie weit jetzt zum Beispiel auch mal so eine Augenhöhle geht, dass das eben nicht nur so ein kleiner Bereich ist, wo man halt nur das Auge sieht, sondern dass eigentlich wirklich eine richtig tiefe Höhle ist, dann hat man einfach noch mehr Wissen, das einem beim Zeichnen dann auch hilft. Denn auch wenn man jetzt nicht unbedingt so einen Schädel zeichnet, ist es trotzdem hilfreich zu wissen, an welchen Stellen sich denn die Knochen wie befinden, wie der Aufbau des Gesichtes da gestaltet ist. Das hilft einem dann auch immer, wenn man jetzt Bereiche schattieren möchte und dann weiß, wie die Knochen gestaltet sind. Dazu gibt es hier verschiedene Abbildungen, wo die einzelnen Bereiche des Gesichtes nochmal markiert sind. Das kann man sich wirklich, wenn man möchte, abfotografieren, ausdrucken, wie auch immer und als Erinnerungshilfe immer nebenbei hängen lassen. Die Bilder, die hier in diesem Buch abgebildet sind, das sind ja logischerweise nur Anregungen. Ihr könnt natürlich eure eigenen Fotos benutzen und diese Bereiche darin suchen. Dazu wird sogar angeraten, denn nur wenn man halt wirklich viel übt, sich viel mit Gesichtern beschäftigt, sich auch mit verschiedenen Gesichtern beschäftigt, ist es einem möglich oder leichter möglich, diese Bereiche schneller zu erkennen und die dann halt auch beim Zeichnen zu verwenden. Auch eine schöne Übung, mal so eine Folie hier drauf zu packen oder ein Stück Papier und das Gesicht mal so in einer Linie nachzuziehen, um nochmal ein besseres Gespür für Linien, für Abstände, für den Aufbau des Gesichtes zu bekommen. Denn auch das wird später hier in diesem Buch nochmal erklärt. Da gibt es nämlich nochmal ein eigenes Kapitel zum Thema Abpausen. Dass Abpausen jetzt nichts Schlimmes ist, sondern einfach eine weitere Hilfstechnik, um darüber besser nochmal zu verstehen, wie ein Gesicht aufgebaut ist und jetzt auch einfach so Sachen erkennt, die man als Anfänger noch nicht so sieht oder wo einem halt noch das Gespür dazu fehlt. Da kann man, indem man halt Sachen abpaust, noch ein besseres Gefühl für Abstände, für Ausdruck, für Mimik im Gesicht bekommen. Wichtig ist halt, dass man das bewusst einsetzt und dann an den Stellen weglässt, wo man dann für sich sagt, jetzt möchte ich das aber mal selber erkunden und eigene Erfahrungen sammeln. Dafür sollte das halt eine Hilfstechnik sein, aber jetzt nichts, worauf man immer permanent zurückgreift. Und dann sind wir hier auch schon beim Aufbau des Gesichtes. Da gibt es in diesem Buch wirklich sehr viele schöne Anleitungen. Die erste Methode ist halt so die klassische Darstellung, wo wirklich nochmal ganz genau erklärt wird, was ist denn diese klassische Methode, um so ein Gesicht aufzubauen. Dafür gibt es halt so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo nochmal ganz genau erklärt wird, was ihr tun müsst, um so ein Gesicht zu konstruieren. Wie in der Zeichnung zu sehen, nehmen wir uns das Lineal und zeichnen einen Strich und auf diesen Strich setze ich einen Kreis mit dem Zirkel. Durchmesser wähle ich mir einfach so, wie es gerade passt. Und dann setze ich drei Linien, einmal oben, einmal unten und einmal in der Mitte des Kreises. Nur noch einmal oben den gleichen Abstand abtragen, damit man eben noch dieses dritte Drittel bekommt, um den Kopf exakt zu unterteilen. Und dann im unteren Teil, da suche ich mir die Hälfte, messe das ab und dann kann man diese Entfernung in den Zirkel nehmen und trägt sich das dann wiederum ab, sodass man einen größeren Kreis bekommt, der auf dem kleineren Kreis drauf sitzt. Dann kommt auf den Kreis auch nochmal ein Strich drauf, damit wir eben die komplette Spanne des Kopfes haben. Und dann geht es weiter mit der Nase. Die zeichne ich einfach als so eine Art V ein, direkt auf der unteren Linie im unteren Teil des Kreises. Und dann halt noch einen Strich für den Mund. Nun müssen wir halt gucken, dass wir diesen Bereich hier innerhalb des Kreises in drei gleich große Teile unterteilen, weil da halt dann gleich die Augen hinkommen. Also diese Linien entsprechend nach unten und oben verlängern. Und dann nehme ich mir hier diese Entfernung, also diese komplette Entfernung von Kinn bis Kopf und suche mir da die Hälfte. Denn wenn wir uns da die Hälfte suchen, finden wir halt die Linie, auf der sich die Augen befinden. Also das auch wieder einzeichnen. Und schon hat man dann eben diese Rechtecke, in denen sich dann wiederum die Augen befinden. Die kann man dann erstmal als so eine Art Dreiecke einzeichnen, also wie so zwei kleine Dächer, die man hier draufzeichnet, draufsetzt. Und dann eben noch unten dran auch noch so einen Schwung und die Augen dann entsprechend einzeichnen. So hat man dann zumindest schon mal diese wichtigen Punkte gesetzt und kann dann die Nasenflügel noch dran packen. Dann verlängere ich da unten den Mund noch ein bisschen und setze auch die Augenbrauen oben drauf, um zu gucken, wie lang die sind. Da gibt es dann eben diesen Trick mit dem Lineal wiederum, dass man da halt diese Linie ansetzt, die an Mund, Nasenflügel und am Auge so vorbeiläuft. Und da, wo das halt die obere Linie der Augenbrauen schneidet, bis dahin setzt man die eben. Und so hat man dann die Größe der Augenbrauen. Dann kann man
sozusagen, wenn man jetzt hier nochmal abmisst, bis wohin der Kopf geht, also ich sag's gleich, bei mir wird das ein bisschen runder, also er ist auf jeden Fall besser genährt als wahrscheinlich in der Zeichnung, im Buch, aber also man sieht, dass man damit nicht nur schlanke Gesichter zeichnen kann, sondern auch etwas ründlichere Gesichter, so dann da oben die Haare einzeichnen und hier korrigiere ich nochmal ein bisschen, aber er bleibt trotzdem ein kleines Moppelchen und dann kommen links und rechts die Ohren dran, oben die Haare. Und so hat man eben innerhalb recht kurzer Zeit ein Gesicht anhand dieser, mit dieser Konstruktionsmethode halt aufgebaut. Und das kann man dann halt so ausarbeiten, wie man möchte. Also ich mache jetzt hier noch so ein paar Details, aber im Endeffekt kommt es halt darauf an, diese Methode erstmal zu verstehen. Der moderne Aufbau des Gesichtes ist halt deutlich komplexer, wie man hier in diesen Abbildungen schon schön sehen kann. Mich hat es so ein bisschen an die Riley-Methode erinnert. Vielleicht mal so ein kurzer Exkurs. Also es gibt ja die Loomis-Methode, die ich schon in verschiedenen Videos hier auf diesem Kanal vorgestellt habe. Also es gibt halt noch viele andere Methoden, aber eine, die auch recht bekannt ist, ist halt diese Riley-Methode. Dazu habe ich auch schon mal überlegt, ein eigenes Video zu machen, hat sich bisher aber noch nicht ergeben. Ich finde aber hier in diesem Buch die Darstellung der modernen Methode, die kommt dem schon sehr nahe. Auch hier haben wir eben wieder die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man dieses Gesicht nach der modernen Methode aufbauen kann. Es wirkt natürlich, wenn man sich das im ersten Moment anguckt, ziemlich überfrachtet mit Linien und dann fragt man sich, hä, wie soll ich das denn hinkriegen, dass das auch so aussieht bei mir, wenn ich das auf ein anderes Foto übertrage. Aber durch die Anleitung in diesem Buch kommt man da schon sehr gut dahinter. Man muss natürlich sich da schon ein bisschen reinfuchsen und ein paar Mal lesen und wenn man das nachstellt, auch wirklich nochmal genau nachprüfen, habe ich das jetzt so gemacht, wie es hier drin steht. Es ist also nichts, was man jetzt einfach mal kurz aufblättert und mal so schnell nebenbei macht. Man muss sich da schon wirklich Zeit für nehmen und das auch mehrfach üben. Darum wirklich viele Fotos nehmen, viele Gesichter nehmen und da einfach mal versuchen, dieses Gerüst erstmal drauf zu zeichnen. Ihr müsst das ja gar nicht von Grund auf sofort aufs Papier zeichnen, sondern könnt euch auch erstmal die Fotos nehmen und da diese Striche einzeichnen, um das erstmal zu erkennen für euch. Und wenn ihr dieses Gerüst dann habt, dann kann man das immer noch nehmen und dann versuchen abzuzeichnen. Man muss das nicht von Anfang an alles können. Das entwickelt sich alles in Etappen und dauert halt seine Zeit. Aber das ist halt so beim Zeichnen. Das ist nichts, was man jetzt mal so per Fingerschnipp einfach so kann, sondern man muss sich da wirklich seine Routinen aufbauen und das immer und immer und immer wieder üben, um wirklich besser zu werden. Natürlich kann man die moderne Methode auch auf die anderen Ansichten anwenden. Hier zum Beispiel das Porträt im Profil, wie da das Gerüst aussieht. Und natürlich auch noch die Dreiviertelansicht, die darf auch nicht fehlen. Jede funktioniert halt an sich ein bisschen anders, aber trotzdem gibt es da halt Überschneidungen, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, ein Gesicht zu konstruieren. Und die Ansätze sind zwar alle so ein bisschen verschieden, aber letztlich sollen sie ja zum gleichen Ergebnis führen. Und darum kann man eben diese Methoden auch sehr gut miteinander mischen. Ich würde euch auch raten, wenn ihr diese Techniken anwendet, dann probiert auch mal verschiedene Sachen zu kombinieren. Natürlich, wenn ihr erst eine Zeit lang euch mit den einzelnen Methoden probiert habt, aber das ist halt auch immer so eine schöne Möglichkeit, seinen eigenen Stil zu entwickeln, sein eigenes Ding draus zu machen und wie man selber am besten mit den Sachen klarkommt. Das wird eben auch nochmal hier gezeigt, Gesichtsaufbau nach der modernen Variante, wo man halt auch nochmal die Augenhöhle sieht und nochmal so ein Teil des Schädels darunter, um zu erkennen, wie dieser Schädel eigentlich den Kopf formt. Also hier einige Methoden, um so ein Gesicht aufzubauen und das finde ich eben auch sehr schön gelöst hier von diesem Buch, dass man zuerst damit anfängt, dieses Gesicht oder den Kopf zu konstruieren und sich dann um die Details kümmert, wie ein Auge aufgebaut ist, wie eine Nase aufgebaut ist, wie ein Mund aufgebaut ist oder wie ein Ohr aufgebaut ist. Es bringt einem ja nichts, wenn man ein schönes Auge zeichnen kann oder eine Nase zeichnen kann, aber wenn man das dann halt ins Gesicht platziert, sieht es halt komisch aus, weil das entweder nicht zueinander passt oder weil der Kopf an sich falsch konstruiert ist. Darum ist es halt wichtig, dass man wirklich sich erstmal mit dem Aufbau vom Kopf beschäftigt und später dann zu den einzelnen Elementen geht. Das sind halt alles so Sachen, die habt ihr sicherlich auch schon in anderen Büchern gesehen, in anderen Videos gesehen, aber es gehört natürlich hier dazu, um einen kompletten Überblick über die ganze Thematik zu haben, dass man das in das Buch mit aufnimmt. Schön fand ich an dieser Stelle, dass hier auch noch darauf eingegangen wird, auf die Reflexion innerhalb des Auges, dass die eben sich verändert, je nachdem in welcher Umgebung man sich befindet. Ist das so ein rechteckiges Feld, was halt anzeigt, dass da vielleicht Fensterlicht einfällt auf das Auge und dadurch halt diese rechteckige Form entsteht, oder sind da vielleicht sogar zwei Punkte, die halt verschiedene Lichtquellen andeuten, oder ist da halt so ein durchgehender Strich, dass man halt sieht, man ist draußen. Also das ist nochmal so ein kleines Detail, was hier auch wieder beachtet wird, aber nochmal rausgestellt wird und man sich vielleicht gar nicht so bewusst macht. Wenn man es aber hier nochmal liest, hat man das
als kleine Erinnerungsstütze im Kopf. Und ich finde gerade solche kleinen Sachen, die halt auch nochmal logisch verdeutlichen, warum wird das denn eingezeichnet und wonach richtet sich das denn? Wenn man sich das bewusst macht, dann ist es halt auch einfacher, das selber in den eigenen Zeichnungen zu vermerken und einzuarbeiten. Also Auge aus verschiedenen Perspektiven, auch hier wieder von vorne, von der Seite oder in der Dreiviertelansicht. Das gleiche dann natürlich auch für die Nase. Man fängt wieder mit einem Gerüst an und setzt erstmal ganz einfache Formen, die man dann immer weiter ergänzt und aufbaut, sodass nach und nach diese Nase entsteht. Mund und Lippen dürfen natürlich auch nicht fehlen, wie die aufgebaut sind. Zum Thema Ohren ist auch noch ein einzelnes Kapitel hier drin enthalten. Was ich hier an der Seite sehr schön fand, dass man auch hier wieder so eine kleine Dankenstütze hat, wie man denn so ein Ohr aufbauen kann. Denn im Ohr sind ja selber sehr viele Formen zu finden und man weiß manchmal nicht, wie muss ich das denn jetzt gestalten. Aber das Buch zeigt euch eben diese kleine Eselsbrücke, die Y, C und S-Form, die man innerhalb dieses Ohrs finden kann. Und dadurch lässt sich der Aufbau halt auch nochmal so ein bisschen logischer gestalten. In Kapitel 4 geht es dann um Hilfstechniken, die halt nochmal diesen klassischen Aufbau von Gesichtern ergänzen und vor allem auch nochmal zeigen, dass so eine Hilfstechnik halt nichts ist, wo man sich sagen müsste, das brauche ich aber nicht fürs Zeichnen und wer das nutzt, der kann gar nicht richtig zeichnen, sondern dass diese Hilfstechniken eine schöne Ergänzung sind zu den Sachen, die man halt zuvor schon gelernt hat. Wenn man weiß, wie der Kopf aufgebaut wird, wie das Gesicht gestaltet ist, dann kann man sich diese Techniken halt zunutze machen, um zum Beispiel wie bei der Rastertechnik Gesichter noch exakter zu übernehmen. Dann zeichnet man eben nicht mehr Kästchen für Kästchen ab, sondern man hat halt trotzdem noch diese Grundlagen vom Aufbau des Gesichtes und nutzt diese Technik halt dafür, also die Rastertechnik, um dem Gesicht noch näher zu kommen. Denn diese Raster zeigen einen halt an, wie die Abstände innerhalb des Gesichtes beschaffen sein müssen, dass man möglichst nah an die Vorlage rankommt. Und gerade die Rastertechnik wird beim realistischen Zeichnen sehr oft verwendet. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr bei Insta Bilder seht, wo halt noch so ein Gitter drauf ist, dann ist das immer mit der Rastertechnik gezeichnet. Von daher nichts, was man verteufeln sollte, sondern was man sich zunutze machen kann in bestimmten Schritten des Zeichnens. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Gesichter auf dem Kopf zu zeichnen oder um Sachen durchzupausen. Später werden dann nochmal verschiedene Zeichenmaterialien dargestellt, was der Unterschied ist zwischen Graphit, zwischen Kohle und es gibt auch nochmal ein einzelnes Kapitel zu Rötel. Also auch das nochmal ein sehr interessanter Aspekt, den ich jetzt hier in diesem Video aber nicht weiter darstellen werde. Falls euch das interessiert, schaut euch hier gern mal dieses Buch an. Erschienen im MITP Verlag und kostet 18 Euro. Und auf der letzten Seite haben wir auch noch eine kleine Übersicht über die Autorin, die liebe Desiree und selber auch auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch überall aktiv ist. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Für das Gewinnspiel wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Glück. Ich denke mal, wir werden das jetzt eine Woche laufen lassen und nach dieser Woche mache ich dann unten die Kommentare zu und los dann die beiden Gewinner aus, die halt jeweils ein Buch davon zugeschickt bekommen. Falls ihr jetzt noch mehr über andere Zeichenbücher wissen möchtet, die ich bereits in einem anderen Video vorgestellt habe, dann kann ich euch das mal hier oben verlinken. Klickt da einfach drauf und ihr kriegt nochmal einen kleinen Überblick über andere Zeichenbücher, die ich noch so habe und die ich als gut empfinde. Zu diesen Büchern gehört natürlich auch das Buch von Andrew Loomis, Drawing the Head and Hands. Das ist zwar in diesem Video hier oben enthalten, ich habe aber auch ein eigenes Video dazu gemacht, das findet ihr hier unten. Also klickt da gerne drauf, wenn euch dieses Thema auch noch interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen. Und wie gesagt, checkt auch gerne dieses Buch hier aus, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch noch mehr darüber informieren möchtet.